schön wieder hier zu sein, diese Augenblicke. Und zwar, wir haben den Prophet Jesaja heute wieder als Losungstext und er gibt uns wieder einen Hinweis über den Messias, der schon einmal gekommen ist, über Jesus. Nun, damals, als er diese Prophezeiung bekam, da wusste er das ja noch nicht, wie er heißt und Details, wo er geboren werden würde und wann das sein soll. Nun, aber er hat schon einiges über ihn vorhergesagt, was wirklich stimmte, nämlich, ich habe meinen Geist auf meinen Diener gelegt. Ich habe meinen Geist auf meinen Diener gelegt. Das Recht trägt er hinaus zu den Nationen. Kapitel 42, Vers 1 im Propheten Jesaja. Also, da schon einmal einiges, das dann erinnert an, als Jesus nach der Zeit in der Wüste, wo er einfach mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, oder schon bei der Taufe, wo Jesus natürlich in einer ganz besonderen Weise sich manifestierte. Es war zum ersten Mal in der Öffentlichkeit und Gottes Geist kam auf ihn herab und auch die Stimme Gottes, die Stimme des Vaters erklang und bekannte, dies ist mein geliebter Sohn und auf ihn sollen wir hören. Und er ist der Einzige, der wirklich das, was der Prophet hier in dem heutigen Vers kundtut, nämlich, dass er seinen Geist hat und dass er als Diener gekommen ist und dass er das Recht hinausträgt zu den Nationen. Also das war schon mal eine Überraschung für die Juden, weil damals hatten sie noch überhaupt keine Vorstellung, dass das Heil auch für die Juden gedacht ist. Aber hier merken wir schon im Alten Testament, dass das sehr wohl der Fall sein würde. Dass der Herr, ja, wie es dann heißt, ja, so schön im Johannesevangelium, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Nun, dass diese Liebe nicht immer begriffen wird, erkannt wird und sogar manches Mal unter den Jüngern Jesu gar nicht so in einem Übermaß da war. Da gab es ja diese Episode, wo der Herr Jesus mit seinen Jüngern zusammen war und dann kamen zwei seiner Jünger zu ihm und baten ihm um einen Gefallen, ob sie einen Gefallen aussprechen durften. Ja, könnt schon machen, ne? Ich meine, das hat er nicht so gesagt, aber man kann das genau noch nachlesen im Lehrtext dann. Und da wollten sie eine besondere Position einnehmen in der Jüngerschaft, ne? So eine Art Rangordnung. Dann einst in der Herrlichkeit wollten sie dann zur Linken und zur Rechten sitzen von Jesus, um da ihre Wichtigkeit sozusagen zu dokumentieren und zu bezeugen. Und da musste der Herr Jesus sie korrigieren und das tut auch heute noch an uns, an mir und vielleicht auch an dir in deinem Leben. Jedenfalls sagt er ihnen etwas, was sie vielleicht ein bisschen stutzig gemacht hat und allmählich haben sie es auch verstanden, wo er sagt, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Im Markus Evangelium Kapitel 10, Vers 42. Also da ist eigentlich diese ganze Episode, was den Herrn bewegt hat, diese ganz große Wahrheit und Tatsache, den Jüngern ans Herz zu legen, dass Jünger Jesu sind Diener und sind nicht diejenigen, die sich dienen lassen, obwohl das eher unsere menschliche Natur
ja, wie soll ich sagen, entspricht und ja, also wer mag das nicht, bedient zu werden? Und aber das ist eben nicht der Weg. Und auch bei der Fußwaschung, die der Herr auch einst seinen Jüngern vorgeführt hatte, wo sie auch sich wunderten, was macht er denn da? Er ist ja unser Meister. Und auch da hat ihn eine ganz wichtige Lektion erklärt. Nun, viele Menschen wollen lieber, dass sie sich gegenseitig die Köpfe waschen statt die Füße und ihnen sagen, wo es lang geht und was Tatsache ist, bis hin zu ja ausgesprochenen Lügen und Betrug, der sich da immer wieder einschleicht in den Darstellungen, die man meint, zum Besten geben zu müssen. Aber der Herr wird mit all dem aufräumen. Er wird alles ans Licht bringen, was Tatsache ist, was Wahrheit ist und was einfach menschlich ist. Das wird vergehen. Ja, lassen wir uns noch einmal Zeit, über dieses Wort ein bisschen mehr nachzudenken, vielleicht auch in die Stille zu gehen, auf Jesus hinzuhören oder mit ihm auch zu sprechen. Vielleicht hast du auch einen Gefallen, den du haben möchtest von ihm. Weiß ich ja nicht. Aber du wirst sehen, der Herr wird darauf reagieren, in seiner einzigartigen Art und Weise. Nun, ich wünsche dir auch wieder einen guten und einen schönen Tag und schön, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich auch immer wieder über manch einer, der sich meldet und ein bisschen eine Rückkopplung vermittelt, also auf Englisch Feedback gibt. Das ist auch ermutigend und korrigierend. Und ich möchte euch einfach dafür danken. Ja, alle Geschwister, fern und nah, seid dem Herrn befohlen. Und so der Herr will und wir leben, oder ich lebe, dann vielleicht bis morgen. Servus. Thank you.